Willkommen zu einem Indie-Horror-Game, Leute. Wir spielen heute gemeinsam eine Demo, und zwar die Demo von The Black Within. Das Spiel wurde mir von meiner Community empfohlen. Vielen Dank dafür. Das, was ich gesehen habe, sieht ultra interessant aus und mega krank. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Und ich musste gerade schon ein bisschen schmunzeln, denn bevor wir hier auf das Menü kommen, gibt es eine Warnung, und zwar keine übliche hier Achtung vor Epilepsie oder whatever, sondern das Spiel warnt uns, wenn wir während dem Spiel oder danach irgendwie das Gefühl haben, ja, dass sich Sachen um uns bewegen würden oder man Stimmen hört oder es kalt wird oder irgendwie das Gefühl hat, beobachtet zu werden, dann sollen wir doch ganz, ganz dringend umgehend die nächste Kirche aufsuchen. Finde ich schon mal richtig sympathisch und ich würde sagen, let's go. Ich bin mega gespannt, was uns erwartet. Denkt dran, einen Daumen nach oben dem Video zu geben, falls euch das Video gefallen hat. Und sagt mir gerne Bescheid, ob ihr eine Fortsetzung bzw. das volle Spiel, die Vollversion von diesem Spiel sehen wollt. Let's go. I can't believe this is real. All these people are cheering for me. I always dreamed about this. This is everything I ever wanted. I sacrificed everything for this moment. My life is complete. Thank you, Arnie. Please, help me. My name is Layla Rose, and this is my story. So, Film vorbei, sag ich schon, Spiel vorbei. Come on. This is your big day, Layla. Okay, warum glaube ich, dass wir irgendwie eine Sängerin sind? Ich glaube, wir sind eine Sängerin. Ich habe mir ehrlich gesagt, ich habe mich absolut nicht spoilern lassen. Und heute ist unser Big Day. Okay, let's go. Relax. He will call any time now. Okay. Wir haben wohl den ganzen Tag geschlafen, hast du gerade gesagt. Kann ich irgendwas? Oh ja, kann ich. Was habe ich... Gut, ich wollte mich schon beschweren. Was habe ich gerade getan, dass irgendwas... Wo ist das Telefon? Wo? Ah, da! Wieso ist das neben dem... Wieso? Okay. Hello, Layla. It's Arnie, your new record label manager. Hello, hi. Congratulations on the new deal. As you know, this is a one in a million opportunity. And I'm very happy for you. I am so excited for this opportunity. I promise you, I will give it my all. I understand the huge responsibilities that come with signing a contract that is as huge as this one. Okay. Rule number one. Follow every single thing I say and do as I tell you. Okay. Nein. You say goes. Rule number two. You're making a deal with the devil. This contract is no ordinary contract. All your dreams will come true in a matter of days. However, you might see, feel, or hear things. Don't worry. They're not real. Warte, war das so ein obligatorisches, du machst einen Deal mit dem Teufel? Oder es ist ja, wir machen wirklich einen? Okay, vergiss das. It took me 38 years to reach my goal. A black figure won't stop me from achieving my dreams. Sind wir bescheuert? Ich mag Layla jetzt schon nicht. Okay, wir haben auf jeden Fall einen Deal mit einem neuen Plattenlabel. Rule number 1, 2, 3. Aber was zur Hölle? Und wieso haben wir hier so eine hässliche Wohnung? Ich dachte, wir gehen jetzt voll steil. Okay. Ich habe vorhin irgendwas gesehen. Und zwar das da hier. Was steht da? Okay. Hier, Instructions. To interact with doors or items in the game, follow this sequence. Left click. Okay. Okay. Leiter? Habe ich einen Leiter? Das habe ich. Okay. Der Rest ist klar. Kann ich jetzt weitergehen?
Ich möchte gerne rausgehen. Ach, hier geht's gar nicht raus. Das ist unser... Das ist... Okay, never mind. Ich dachte, hier geht's vielleicht doch so zum Wohnzimmer, aber nein. Es ist halt wirklich... That's it. Okay, ja. Ich würde eigentlich voll gerne irgendwie was tun. Was mache ich jetzt hier? Kann ich den... kann das sein? Leute, ich habe das Telefon noch da. Habe ich eigentlich was? Ja. Oh. Objectives. Use your car to drive to your manager's house and obtain the contract. Okay, das ist toll. Was ist das da unten? Ich habe keine Ahnung. Brauche ich irgendwie Car Keys? Ich würde ja gerne rausgehen. Ich kann nicht rausgehen. Habe ich irgendwo Schlüssel? Liegt hier irgendwas rum, was ich brauchen kann? Vielleicht in meinem Schrank. Tatsache, was ist das denn? The Door of Dreams. Okay, erster Step. Obtain the contract. Das finde ich irgendwie voll verwirrend jetzt schon wieder. Sign the contract, complete the rituals, enter the Door of Dreams. Okay, ja, das ist mein Schlüssel. Sehr gut, den wollte ich haben. Let's go. Schade, ich dachte, jetzt funktioniert's. So. Das war irgendwie ein ganz komisches Geräusch. Okay, ich möchte eigentlich nach da gehen. Schade, kann ich nicht nach da gehen? Doch. Okay, gehe ich den gruseligen Gang nach links, den noch gruseligen Gang nach rechts oder nach oben? Wie war's mit dem hier? Och, schade, es wäre total unspannend. Ich wollte so gucken, was es hier so gibt. Was ist das? Secret, was? Be inspired. Secret of your future is hidden in your daily routine. Okay, alles klar. Was gibt's hier so Feines? Kann ich... Hallo? Ich wollte eigentlich nicht... ich bin bei fremden Leuten eingebrochen. Oh. He is here. Focus on the picture. Oh mein Gott. Irgendwie mag das Spiel auch meine Kopfhörer nicht, weil es ständig die Farbe aus- und anschaltet. Also wundert euch nicht. Habt ihr das auch gehört? Oder habt nur ich das gehört? Da war irgendwas! Ich will es aufmachen! Da war... Was ist das? Ich will es eigentlich nicht aufmachen, aber ich will es trotzdem aufmachen. Okay. Ich weiß nicht, was das für eine Tor war, aber ich möchte nicht dahin. Eigentlich schon, aber... Psst. Okay. Ich gehe mal zum Auto, okay? Kann ich jetzt einfach fahren? Habe ich schon erwähnt, dass es ein Psychological Horror Game ist? Ich kann. I need to get my car keys. Ich hab doch schon Car-Keys! Car-Keys? Car-Keys? Achso, das war nur die. Hä? Wo zum Teufel waren die Dingschlüssel? Okay, nochmal zurück. Warte, die Tür ging so auf, richtig? Es ist schon wieder alles so verwirrend. Ich mag das nicht. Okay, aber hier waren keine Car-Keys mehr. Hier ist nichts mehr. Wo sind denn die Car-Keys? Hä? Sag mal, kann ich das Rot... Oh, ich habe tatsächlich das Rot... My favorite wine. Was gibt's hier so Feines? Ich kann auf jeden Fall die Sachen essen. Nom, 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 nom. Kann ich hier das noch... Oh. I'm so sorry. Okay. Ich will es nochmal tun. Kannst du nochmal? Ich will es nochmal, dass es nochmal passiert. Okay, es sollte nicht passieren. Ey, Leute, ganz kurze Frage, Zwischenfrage. Wo? Oh. Also ich kann ziemlich viel... Es ist übrigens eine Demo. Also wir wundern uns nicht, wenn alles heute nicht so ganz funktioniert. Aber wo zum Teufel sind die... Oh, die Schwieder Dings. Wo zum Teufel sind meine Car-Keys? Car-Keys. Kaki. I. Warte mal, ich hab doch I. Nee, ich hab das da. Was ist denn... Ich will switchen. Ich kann nicht switchen. Hä? Ich kann zwischen den, also zwischen den Sachen hier irgendwie switchen, aber irgendwie auch nicht. Mit der Karte da... Ja, okay. Möchte ich gerne tun. Wo kann ich das tun? Wo? Ich suche die Schlüssel. Ich hab keine, vielleicht sind die ja doch da unten irgendwo. Hä? Ist das jetzt doch mein Haus? Hallo? Wer hat meine Schlüssel versteckt? Sind hier meine Car Keys drin? Vielleicht habe ich sie auch irgendwo. Es würde mich nicht wundern, wenn ich sie irgendwo habe.
Aber ihr habt alle so komische Abflüsse. Oh. The fridge smells like shit. Habe ich das jetzt echt mitgenommen? Habe ich das echt? Ja. Also ich kann. Also ich möchte nur kurz anmerken, dass ich mit meinem Mausrad nicht so den Inventardinger drum switchen kann, was ein bisschen problematisch wird, glaube ich, irgendwann. Aber ja. Ich habe irgendwas gerade gehört. Ich will das aufmachen. Das geht nicht auf. Okay. Ich habe das Messer auf jeden Fall mitgenommen. Das hilft mir jetzt zwar, glaube ich, nicht, aber ist okay. Jetzt gucke ich nochmal nach den Schlüsseln hier. Es kann doch nicht sein. Hier war nur ein. Okay. Hier war nur ein Schlüssel, richtig? Richtig. Bin ich blind? Oder hat sie nur so kleine. Hat sie nur so kleine. Ich will wissen. So hat's funktioniert. Ach so. Wow. 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 Okay. Never mind. Low battery. Please charge. Kann ich einfach mein. Kann ich das eigentlich auch wieder einfach zurücklegen? Your call cannot be completed as dialed. Please check the number. Geil! Stell dir mal vor, du hast nur 10 Anrufe, die Deutsche machen kannst. Ich habe schon 2 verplempert. I'm so sorry. Okay, ist der Schlüssel im. Warum kann ich das aufmachen? Kann ich jetzt Sachen drücken? Jetzt mal Spaß beiseite, Leute. Wo? Geht's echt nicht? Vielleicht liegen die ja hier auch irgendwo. Vielleicht hier? Oh! Oh! Ja, das. Ist das jetzt eine Kaki oder was? Oh mein Gott. Super. The depths of the Forsaken Corridors are ethereal figure emerges and also and cloaked in an ancient habit that hangs tattered and worn. Her form reminiscent of a nun. Oh mein Gott, mit was? Warte mal, nein, ich will keine den Nun Part 3 haben. Bears witness to the passage of time, her presence shrouded in an otherworldly aura. Wie wär's mit nein? Bitte? Kann ich hier irgendwas noch machen? Need something to cut it open. Ja, nimm das mal. Ich will. Da. Ja! Press 3 to take photos of memories. Okay. Okay, kann ich jetzt bitte fahren? Bitte? Ich glaube, das ist vielleicht trotzdem mein Haus. Wieso ist denn alles abgeschlossen? Was ist denn das für ein hässliches Haus? Jetzt mach die Tür auf! Ja, danke. Oh, Halleluja. Halleluja. Ich finde es immer so nett, wenn der Ladebildschirm so stundenlang schwarz. Okay. In and out. Let me make this first. Eyes on the prize. Eyes on the prize. Okay, let's go. Ich dachte gerade, da steht jemand auf dem Ding. I feel like I'm being watched from those windows. Ich würde, also ich habe jetzt, es triggert mich doch, um nachzugucken, aber hier ist niemand, oder? Bin ich blind? Wieso habe ich eigentlich so laute Stampfer? Okay. Kann ich klingeln? Tatsache. In dem Moment ist es ausgegangen. No one's home. Sicher? Kann ich einfach aufhören? I need to find another way. Was ist hier so Feines? Okay. Was ist das? The Lighthouse. A painting of the green light. Okay. Okay, danke. Und was bist du? Was habe ich jetzt auf... Was bist du? Backdoor Key. Okay, let's go.
absolut nichts saß oder so. Hallo, Vogel. Kann ich dich irgendwie... Kann ich dich anfassen? Wo ist die Back... Wo ist die Hintertür? Frage. Ein Pool. Oh mein Gott, ich hab grad so fett Gänsehaut gekriegt. Bah! Oh, was war das? Wieso bin ich reingegangen? Alter. Okay. Oh, ich hab immer noch Gänsehaut. Weiß ich nicht. Okay. Ich will eigentlich diese Tür nicht aufmachen. Okay, das freut mich. Hallo, Mister. Ich möchte eigentlich nur den Vertrag unterschreiben. Könnte ich... Okay, ist gut. Ich will hier nicht rein. Okay, ist hier irgendwas Interessantes drin? Need the key. Okay, und was ist hier? Was bist du? No power. TDH. Irgendwas. Was sind das? Sicherungen oder what? Keine Ahnung. Okay. Okay. Okay, wir müssen einen Schlüssel finden. Und wir müssen... Erstmal essen. Hallo, ich werde hier wahrscheinlich draufgehen. Lass mich jetzt wenigstens meine Henkers mal Zeit haben. Da leuchtet irgendwie was. Was ist mit dir? Oh. Wieso habe ich jetzt... Was habe ich... Ja. Okay. Okay. Bucket of water. Crystal clear water. Kann ich es nochmal machen eigentlich? Oh, schade, ich will den Topf nochmal fliegen lassen. Oh, hallo Mäus. Warte hier. Okay, kann ich die Sachen hier aufmachen? Ist hier irgendwas drin, was ich... Oh mein Gott. Oh, wo bist du? I lost my mind. This way, that way. Oh, Alice im Wunderland-Style. I've been searching for something my whole life. Fame, money, power. Oh mein Gott. Was? The moment I got that, I felt empty and can't find any happiness here. My brain is my worst enemy and my only friend. Sympathisch auf jeden Fall. Und das kann ich nicht aufmachen. Ich hab's doch gerade zugemacht. Bleib jetzt mal zu. Hier ist ein Poster. Foto of my boss, baby? What the freaking hell? Ich hätte schon längst gekündigt. Oh, da ist was. I need to find the key. Das ist toll. Ja, ich suche ja schon. Ich bin doch schon dabei. Okay, die Sachen kann ich nicht. Kann ich das nochmal schmeißen? Okay, warum habe ich eigentlich... Warum habe ich das hier? Und warum habe ich das hier? Erfahrungsgemäß geht der Leiter immer... irgendwann aus. Wow! Gut, dass mein Headset gerade kurz... Kurz aus war. Was ist das hier eigentlich? Und warum brutzelt es? Okay, ich hab Gänsehaut. Also. Wir gewöhnen uns einfach daran, okay? Das war ich nicht. Und die Teller sind, glaube ich, auch vorhin woanders. Könnten wir bitte aufhören, mit Sachen zu schmeißen? Oh. Boah, Leute, ich mache jetzt mein scheiß Racer-Programm aus. Das knackst mir die ganze Zeit die Ohren weg. Jetzt ist es halt grün und müssen uns damit leben oder aus wie auch immer. Oh, es hat gar keine Farbe. Ist auch okay. Sonst knackst es mir noch die Ohren weg und ich verpasse irgendwas Ekliges, was ich nicht verpassen will.
Oh, es hat sich doch für grün entschieden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Okay, die Tür ist und bleibt zu. Wir fliegen die ganze Zeit Sachen um die Ohren. Sag mal, wird meine Taschenlampe schwächer? Oh Gott, hört mal auf damit. Also, wo könnte so ein Schlüssel versteckt sein? Ich will irgendwie hier. Ich habe das Gefühl, dass es hier ist. Kann ich die Sachen irgendwie aufholen? Ich höre wieder Dinge, die ich nicht hören will. Das ist eine Uhr. Okay, wir müssen... Da kann ich echt nicht rein? Okay. Was hatte ich gerade für einen epileptischen Anfall? Ich hab dir das gesehen. Was war das denn? Kein Wunder, dass alles bei mir nicht funktioniert, weil das ganze Spiel nicht funktioniert. Okay, kann ich was mit diesen Töpfen hier machen? Ich frag nur, vielleicht ist was drunter versteckt. Was bist du? Nix. Okay, let's go. Nee, hier ist nix. Das war der Key. Hab ich echt keinen Key? Ich hab einen Eimer. Was mache ich denn mit Eimer? Jetzt ist die Tür wieder. Lass doch mal die Tür offen! Ich hab das Gefühl, meine Dings. Kann ich hier irgendwie was machen? Schade, ich will das Feuer nicht. Okay, ich hab was gefunden. Was? What the hell was that? Black figures my ass. Black figures my ass. What? Achso, oh Jesus. Wo sehe ich nochmal die Explore the Second Floor? Okay, ja, ich will. Kann ich einfach die Tür schon mal aufmachen? Gehen? Oh Mann, schade, okay. Alles klar. Oh ja. Okay, ich dachte, also wenn man so liest, Psychological Horror Game, dann weiß man ja schon, um was man sich ungefähr einlässt, aber das ist schon jetzt ein bisschen too much. Find the key for the blue door. Okay, sonst. What the freaky? Okay, ich habe gerade irgendwie gedacht, es ist ja was anderes. Oh nee, eigentlich will ich nicht, dass Türen aufgehen. Change. In the depths of my daily struggles, a crow emerges. Its purpose shrouded in mystery. It is an angel watching over me or a sinister force lurking in the shadows. Keine Ahnung, ich find Krähen eigentlich echt schöne Tiere, aber manchmal auch so ein bisschen gruselig. Despite the uncertainty, a comforting presence surrounds me whenever it graces my presence. It's as if... Ist das Englisch? It's as if this solitary bird becomes my unwavering companion amidst the chaos that surrounds me. Arnie Cheyenne. Okay, Arnie ist übrigens unser Manager. Richtig? Richtig. It's locked. Ach, kann ich hier aus auch? Schade. Finde ich sympathisch, wenn man Klospülungen machen kann bei Spielen. Ist doch ist doch unser Manager. Richtig? Arnie. Arnie. Bei Arnie muss jemand an Conjuring 3 denken. Was geht hier ab? Was ist da? Ist da der? Da ist bestimmt der Vertrag drin. Ich möchte da eigentlich nicht rein. Okay, hier ist auf jeden Fall nichts. Also ja, aber nein. Ich muss einen blauen Schlüssel finden und ich muss den... Nee, sonst nicht. Okay. Wir gehen mal hoch. Gehen wir hoch? Wir gehen hoch. Irgendwas ist... What the fuck? Ich wäre schon längst gegangen. Spätestens ab dem Wort. Du unterschreibst den Vertrag mit dem Teufel. Ja. Okay. Das sieht irgendwie sass aus. Oh. Irgendwas hat sich gerade getan. Ich weiß aber nicht was. So. The green light. Was ich vorhin was mit dem Dings? Mit dem Leuchtturm? My mind is like a relentless river of
vaults endlessly flowing, sometimes in repetitive loops. Amid this constant turmoil, the green light becomes my sanctuary. Ironically, embracing the impending doom is my only path of freedom. Arnie! Okay. Warum sieht, kommt mir das irgendwie bekannt vor? Irgendwas hat sich gerade getan. Was? Oh, das hat sich getan. Nein, 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 bleib doch. Gib mir das, gib mir das. Was habe ich jetzt? Ich habe. Moment. Hä? Ich habe Angst. Watching me. Wo denn? Ich sehe sie nicht. Das ist vielleicht ganz gut so. Hm. Okay, aber wo war jetzt der Child Room? War das, hier vielleicht? Das da? Bist du der Child Room oder bist du der Blue Key? Nee. Okay. Hä? Welcher Ding dann? Mal unten noch einen Raum, den ich irgendwie verdrängt habe. Ah, Child Key ist the Blue Key. This must be the kids room. Meine ich doch. Okay. Was bist du? Hier liegt was. Und zwar, was habe ich jetzt wieder aufge... Oh, ich hasse das, wenn das... Drawer Key. Drawer Key? Oh mein Gott. Ich höre Schritte. Wow! Oh mein Gott, irgendwas... Irgendwas hat mich weggeschleudert und ich habe Gänsehaut. Boah, ich habe sogar an der Stirn Gänsehaut. Am Hinterk... Bah! Nee! Ich werde heute Nacht schlecht träumen. Leute, wenn ich nach diesem Video nicht mehr da bin, wisst ihr, was passiert ist. Was hat das Spiel uns gewarnt? Wenn wir irgendwas haben, dann... Okay, ist das vielleicht die Tür nebenan? Oh, ich bin froh, dass mein Headset nicht mehr knackst. Ich hasse es. Bist du das Ding? Nein! Wie jetzt? Echt nicht? Was ist denn Drawer nochmal? Warte, ist das nicht... Ich dachte, es wäre irgendwas zum Waschen oder so. Nee, das ist Dryer. Moment, wo war noch was, wo ich hin muss? Ah, war unten war doch noch was, oder? War nicht hier hinten was? Nee, das war die Haustür. Hä? Moment. Mein Englisch ist nicht so schlecht, aber auch nicht so gut. Was ist... Wo war noch eine Tür, wo ich nicht aufmachen konnte? Ich habe Fragen. Ah! Da! Die Tür. Warte, bist du das, was ich suche? Schade. Wäre ja auch zu schön gewesen. Würde wahrscheinlich irgendwas mit Close-Dings heißen. Was ist denn Drawer? Bin ich blöd? Ich habe so viele Fragen. Wo war noch ein Schlüssel? War oben noch ein Schlüssel? Sonst fragen wir Dr. Google. Wieso ist da eigentlich... Oh nein! Lebt sie noch? Sie wackelt noch. Aber sie hat kein Trinken und nichts zu essen. Ich hasse sie. Oh, sie wackelt noch. Okay, alles gut. Warte, geht's gut. Wieso kann ich hier eigentlich nicht durch? Ich könnte locker... Also jeder normale Mensch würde da unten durchpassen. In irgendeiner Form. Ey! Lass mich... Ach so, stimmt. Ich dachte, das... Was ist... Ich frage jetzt Dr. Google. Ich frage jetzt Dr. Google. Und zwar... Was ist Drawer? Drawer. Oh. Was ist das? Schublade. Ja, aber welche? Welche? Die da? Nee, dahin, die da. Oh mein Gott, war's die? An die habe ich tatsächlich gedacht. Oh mein Gott, das war tatsächlich die. So, und du bist jetzt der. Jetzt kommt. Ich drehe mich nicht um. Nein, nein, Cabinet. Bist du jetzt das Cabinet? Ah! Oh mein Gott. Ist das jetzt das da? Sag mal, mein Licht wird doch immer dunkler, habe ich das Gefühl. Wieso? Bist du jetzt... Nee, du bist das unten, richtig? Oh mein Gott. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Okay, wir merken uns für kommende Horrorspiele. Drawer ist Schublade. Wusste ich tatsächlich gerade auch nicht mehr auswendig. Sorry. Aber Kevin... Oh,
ich hab am ganzen Körper Gänsehaut. Wirklich, das ist keine schöne Gänsehaut. Oh ja, komm her. Jetzt hau ich dir aufs Maul. Es hat sich wieder gedreht. Es stand nicht da. Wehe, das war jetzt das Ende von der Demo. Nein! Nein! Das kannst du mir doch jetzt nicht antun! Ich war jetzt gerade voll im Modus! Ich hasse es. Ich hasse es, wenn Spieleentwickler sowas machen. Ich wollte da jetzt hoch! Ich war jetzt voll im Game. Ich wollte das Ding jetzt zerschmettern und wollte jetzt jetzt war ich bereit für the Devil. Mann, ey. Puh. Okay, aber was? Ja, ich kann es leider nicht skippen, Leute. I'm so sorry. Nehmen wir uns kurz eine Sekunde Zeit, um Okay. Also. Das hat uns auf jeden Fall gezeigt. Ich bin schon wieder so rot. Es hat uns auf jeden Fall gezeigt, was uns erwartet. Und zwar, ich habe immer noch Gänsehaut, sie geht einfach nicht weg. Aber ja, also Gänsehaut-Feeling, Jumpscares, typisches, klassisches Horror-Game, so wie wir es lieben. Erinnert mich, das Game, so das Spielprinzip an sich, erinnert mich übel an Locked Up und die ganzen Spiele, diese Amica-Games von früher. Früher. Oder generell. Und, das war jetzt gerade ein bisschen too much. Aber mega, also ich glaube, das könnte richtig übel werden. Denke ich. Also gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Weil das waren jetzt diese, ich sag mal, keine Ahnung, knapp halbe Stunde. Ja. War ganz harmlos und okay. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt, was uns erwartet. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet, ob wir es uns angucken sollen und wie es euch gefallen hat. Und vergesst den Daumen nach oben nicht und über ein Abo würde ich mich ganz arg freuen. Und ja, ich halte euch auf Laufenden, wenn ich weiß, wann das Spiel rauskommt. Und ich bin sehr gespannt, was uns eventuell erwartet in diesem Game. Also, boah, mir fallen gerade die Ohren weg. Deswegen, Leute, Dankeschön fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Video. Ciao.